Moin, heute machen wir Spaghetti Carbonara. Dazu braucht man wirklich nicht viel. Wir machen das Original, also ohne Sahne. Das Rezept habe ich euch wieder fertig gemacht als Bild und schreibe ich euch auch wieder in die Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefällt, lass ein Abo da, drück einen Daumen nach oben und schreib mir in die Kommentare, ob es dir geschmeckt hat. Und dann viel Spaß beim Video. Wir beginnen damit, Wasser aufzusetzen, da natürlich Salz rein. Wenn du dich fragst, wie viel Salz, da muss so viel Salz rein, dass das schmeckt, als wenn du in der Ostsee baden bist. Dann schneiden wir Speck. Normalerweise nimmt man Pancetta. Ich habe jetzt kein Pancetta bekommen, also nehme ich einen Tiroler Speck, das geht zur Not auch. Wenn wir den ganzen Speck gewürfelt haben, dann schneiden wir Zwiebeln. Wie immer bis zum Stumpf einschneiden, 2-3 Mal, dann nach unten in der Breite einschneiden, wie ihr haben wollt, und dann Würfel runterschneiden. Und wie bei jedem guten italienischen Gericht darf auch Knoblauch nicht fehlen. Da haue ich einmal auf die Knoblauchzehen rauf, dann kann man den leichter schälen und dann schneide ich ihn einfach in dünne Streifen. Eine kleine Peperoni wird auch einfach in dünne Streifen geschnitten. Dann können wir uns auch schon der Soße widmen. Dazu brauchen wir normalerweise eigentlich nur Eier. Das müssen aber frische sein, wegen Salmonellengefahr. Und die mischen wir dann mit Parmesan. Ihr könnt ein bisschen Salz dran machen, aber nicht viel, weil der Parmesan ist normalerweise schon salzig genug. Und Pfeffer. Dann richtig gut durchrühren. Hier kommt jetzt keine Sahne ran. Das mit der Sahne machen normalerweise nur Deutsche. Das nennt sich dann Käse-Sahnesoße. Wenn das Nudelwasser kocht, packen wir unsere Spaghettis rein, die kochen wir dann al dente, dann machen wir ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und wenn die Pfanne dann heiß ist, dann werfen wir als erstes den Speckrand rein, damit der schön ausgelassen wird. Wenn der dann schon ein bisschen angebraten ist, dann werfen wir den Rest von unseren Schinkenwürfeln dazu und braten den auch nochmal kurz mit. Wenn unsere Schinkenwürfel dann drin sind, schmeißen wir unsere Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch dazu und dann können auch Rosmarin und Thymian schon mit dazu. Dann braten wir die Zwiebeln schön glasig. Dann ganz wichtig, kommt Kochwasser von den Nudeln dazu. Dann holen wir unsere Gewürze schon mal raus. Auf unseren Speck kommen jetzt die Nudeln drauf. Dann könnt ihr die Hitze ausstellen. Denn alles, was an Hitze jetzt noch da ist, das reicht. Dann die Soße drüber und richtig gut durchschwenken. Und die ganze Zeit schwenken, bis das ein bisschen abgekühlt ist. Damit das Ei am besten nicht stockt. Das soll nur schön cremig werden, damit sich eine richtig schöne Soße bildet. Und dann können wir auch schon anrichten. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da und ein Like. Und dann wünsche ich dir guten Appetit.